Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Betrayer mit mir, dem Ingo Viva. Und wir haben, ich rufe immer wie immer die Karte hier auf, wir haben beim letzten Mal die Punkte, die wir machen können, haben alle eingesammelt und jetzt geht's in der Nacht, ja. Ohne Spaß bin ich ein bisschen gespannt drauf. Ah ne, mir fällt was ein, nicht in die Nacht, nein, wir gehen erstmal wieder zurück. Genau. Wir gehen erstmal wieder zurück. Warte mal kurz gucken. Laufe ich die richtige Richtung? Ja. Wir gehen wieder zurück ins Feindgebiet, weil die blöde Kake, die wollen wir uns ja mal wegsnacken. Die muss ja irgendwo sein, ey. Die kann ja nicht sein, dass die nirgendwo liegt, ey. Die haben wir bestimmt irgendwo im Anfangsfort. Da liegt die bestimmt. Und die werden wir uns auf jeden Fall wegsnacken. Schauen wir einfach mal. Ich bin gespannt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gucken wir mal gleich nach, wo die blöde Schippe ist. Oder ich muss halt gucken, dass ich die vielleicht dann doch, ja, mir woanders wegsnacke. Ja. Investor. Investor, nichts los. So, da brauchen wir auch nicht hin. Wir gehen noch einen weiter weg, weil wir gehen halt ins Anfangsgebiet. Und da schauen wir mal, ob da nicht was liegt. Ba, 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 ba. Du, 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 du. Und es lädt so lange. Es lädt einfach lange. Aber es lädt immer lange. So, das ist Anfangsgebiet. Hä? Gehen wir mal zum Außenposten, ne? Gucken wir einfach mal. Ist das der erste Posten? Nee. Ah, noch einen weiter? Scheiße. Stimmt, wir sind ja nicht durchgelaufen. Okay. Hm. Müssen ja noch einen weiter ins nächste Gebiet reisen. Ja, sicher. Dulle Scherz, ihr wart's. Ist natürlich jetzt nicht gerade so spannend, aber wie gesagt, ich will gerne die Schippe haben. Und wie gesagt, wenn irgendwie ihr wissen solltet, ne, wo die irgendwo sein könnte, könnt ihr natürlich gerne, wie gesagt, in die Kommentare schreiben und halt sagen, ey, hör zu. So. Ah, okay. Fort Heinrich. Wir gehen nach Fort Heinrich. Und guck mal ganz kurz, ob hier irgendwo diese blöde Schippe ist. Weil gesagt, die Haufen hier. Ah, mir eine Kelle. Ich brauche eine Kelle, ey. Aber wo liegt hier eine Kelle, ey? Das ist das Problem. Ich weiß es einfach nicht. Weil hier muss es ja irgendwo... Ich habe irgendwas übersehen oder so. Irgendwo muss ja da eine sein. Das sind alles immer die ganzen scheiß Haufen, ey. Hm. Gib mir eine Kelle. Aber ist auch schwer, immer was zu sehen, natürlich. Hm. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oder musste ich mir die... Ich guck mal ganz kurz nochmal hier nach. Aber das, hier ist einfach nichts. Die hätten wir finden müssen, aber ich weiß halt nicht, wo ich finden hätte sollen. Das schöne Ding. Hm. Das ist echt scheiße, weil ich möchte halt natürlich das auch mal ausgraben, das Ganze. Aber wenn ich nicht finde, kann ich auch nichts ausgraben. Und hier, wie gesagt, hier ist einfach nichts. Hm. Scheiße. Gut. Dann reisen wir natürlich zum Südtor wieder zurück. Echt scheiße. Hm. Na gut, dann machen wir halt nochmal weiter mit Nacht. Meine Lieblingssache hier in dem Spiel nachts. Das hasse ich ja wie die Pest, ey.
Das ist das Schlimmste, was es gibt in dem Spiel, ey. Die Nacht, ey, oh. Da kommen zwar nur Skelette, und Skelette sind eigentlich gar nicht so schlimm, aber einfach das Ungewisse, das ist so, puh, da kriegst du Gänsehaut am Rücken, ja? Aber richtig Gänsehaut. So, und da war einfach nichts. Ich habe ja extra geguckt. Hügellager. Da können wir kurz zum Hügellager vielleicht nochmal hinreisen. Aber ich glaub's eher nicht. Mal gucken. Gab's hier doch vielleicht irgendwas? Armbrustköcher, blablabla. Ne. Sind die etwa böse? Aber hier ist auch nichts. Da im Außenposten auch nichts. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Reisen wir noch ein weiter. Einmal mal durchgehen, bitte. Ab ins nächste Gebiet reisen. So, kurz zum Dings. So, hier ist unser Posten. Sie steht hier? War die letztens auch schon hier? Etwas Schreckliches geschah hier. Dieser Ort weckt eine dunkle Vorahnung in mir. Wenn Verbrannte von Mann von der Kirche. Zuerst hielt ich euch für verrückt. Nun befürchte ich, dass ihr einen Teil von euch zurückliest. Okay. Was habt ihr denn für mich? Ja, weil ich halt nett bin. Ah, was könnte ich denn da nehmen, ey? Ich hoffe, dass euch empfänglich gegenüber meinen Charme macht. Seid ihr nicht durstig? Ich habe den Geschmack von Wein vermisst, doch werde ich diesen nicht für mich schätzen oder schnacken. Okay. Du bist aber auch ein hübsches Mädchen, du kleine Sau, du. So, ja gut. Ja, da oben sind zwar noch zwei Punkte, aber die gehören, glaube ich, schon zur nächsten Karte wieder. Und ich hasse das. Ich hasse das mal sowas von dermaßen, ey. Boah. Das ist das Schlimmste, was es hier gibt. Der Dieb ist entkommen. Fuck off. Der Dieb ist wieder entkommen. Ganz euer Ernst jetzt? Scheiße. Okay. Dann wollen wir mal in Richtung... wo gehe ich überhaupt jetzt lang? Ja doch, ist richtig, ne? Aber wir wollen zu dem Pfahl hin. Ja, da müssen wir uns halt wieder... das hasse ich ja wie die Pest. Mein Gott. Nachts ist so scheiße hier. Man sieht ja auch nichts. Ich kann immer nur halt so vertrauen, wo ich gerade hinlaufe. Solange, wie gesagt, keine anderen Geister aus der Tiefe kommen, geht das ja noch alles noch voll klar. Oh, und so dunkel wieder, ey. Ist auch doof, wenn mir das von vorne das Licht reinscheint. Yeah. Und hier müsste irgendwo dieser Pfahl sein. Da. Okay. Hier kommen Skelette. Und auch nicht. Gehe ich überhaupt richtig? Ne, ich muss da lang. In diesen Weg. In diese Richtung. Marterfall heißen die, glaube ich, ne? Marterfälle. Marter? Marter. Das ist Marter. Ich weiß gar nicht, warum die so hießen. Marterfälle. Weil man da gemartert worden ist? Oder wurde man dann zu einer Marter? Wer weiß es.
Ich nicht. Oh. Hello, Ghost. Ich habe mich verirrt. Der kleine Glocke wird euch leiten. Sehr nice. Okay, hinter mich. In die Richtung. Da. Da ist auch noch irgendwas wieder. Was Schönes. Eine Truhe. Habe ich die gar nicht entdeckt gehabt? Alle Schatztruhen gefunden. Sehr nice. Okay. Alter, was für ein Opfer, ey. Echt, was für ein Opfer. Ganz ehrlich. Laufen die doch dann so normal ja auch rum? Hätte ich gar nicht gedacht. Das ist ja doch ein bisschen scheiße. Das Verderben ist fort. Sehr schön. Wo bist du? Wie ich Gänsehaut bekomme immer. Das ist so furchtbar, das Spiel, ey. Ich muss es echt mir untersagen, Horrorspiele zu spielen, ey. Ich bin einfach dafür nicht ausgelegt, ey. Also, nennt mich ruhig Pussy, nennt mich ruhig... schlag mich tot, weiß ich nicht wie. Ich kann es einfach nicht. What? Da hätte ich jetzt nicht drauf, wäre ich nicht drauf gekommen. Dass es so heftig wird. Help me. Help me. Hä, ist das da oben? Ach, bin noch gar nicht da. Ich dachte gerade, ich wäre schon am roten Pfeil. Was ich auf jeden Fall mal gucken werde, ist wirklich, warum Marterpfähle heißen. Pfähle, klar, weil es ein Pfahl ist. Das ist logisch, aber warum Marterpfahl oder Mäter? Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Marterpfähle, Mäterpfähle? Weiß ich jetzt nicht. So, hier müsste irgendwas wieder sein, aber hier ist nichts. Ich verstehe nicht, warum. Irgendwie leitet es mich hier hin, aber hier ist nichts. So, jetzt kann ich gerne mal in diese Richtung noch laufen. Das Blöde ist auch immer, man sieht nichts. Ey, ich versuche hier schon immer so ein bisschen zu gucken. Kann das sein, dass es gar nicht mehr auf der Karte ist? Mal gucken wir einfach mal. Nicht, dass ich jetzt ins neue Gebiet im Dunkeln reinkomme. Ey, da habe ich keinen Bock drauf. Soll ich ganz ehrlich, so wie es ist? Nee, da ist noch ein Marterpfahl. Und? Oh, hier liegt was. Yeah. Was sind das denn für Dinger? Alter. Was ist das denn für ein Ding? Boah, da hab ich eine Gänsehaut. Was ist das denn für ein Ding? Ich hab richtig Gänsehaut, ey. What the fuck? Alter. Ich hab, ey, richtig Gänsehaut. Boah, ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie mein Fuß mit Gänsehaut belegt ist, ey. Oh, das sind ja so Totenköpfe aus hier Metall oder so. Oder so eine Rüstung haben die an, ey. So fliegen, nur mit so Armen, so. Wieder bei der Augsburger Puppenkiste so. Ja, lieber Kasper, bist du auch schon hier? Ja. Geil, ey. Cool. Die Augsburger Puppenkiste. Die habe ich früher gerne geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die war nice. Jimmy und seine Lokomotive, wie er hieß da, Jim Knopf, nicht Jimmy. Oder das Urmel. Urmel!
Fand ich auch so nice, ey. Das waren immer schöne Zeiten. Was ich immer am schönsten fand, war immer das Wasser, was dargestellt worden ist, als blaue Plastiktüte sozusagen. Plastikplane. Oh, ich bin im Wasser. Im Wasser möchte ich aber nicht hin. Hä? Oder ist eine Frau? Wie soll ich den Weg nach Hause finden? Der kleine Glocke wird euch leiten. Da unten muss ich noch lang, da. Von dem Bogen wieder nehmen. Ne, das fand ich halt immer so geil. Das sah immer so schön aus, ey. Dann halt so die Wellen so. Und ich stehe einfach auf Wasser. Egal ob Computerspiele oder auf Filme oder so. Wenn das gut animiert ist, das Ganze, oder halt gemacht ist. Was, also gut, realistisch Wasser sieht natürlich nicht so toll aus. Weil das ist ja realistisch dann. Aber wenn es halt wie gesagt animiert ist oder so. Ich finde das einfach so nice. Jetzt glocken die Leute selbst hier im Hörtchen noch bei mir. Haha. Es ist ja auch 12 Uhr gerade, wo ich jetzt gerade aufnehme. So in etwa. Okay, es wird wieder böse. Scheißding. Der Wind hat gedreht und vertreibt den Gestank. Sehr schön. Alter, mal kurz nachladen. What the fuck, Alter. Was ich auch für eine Gänsehaut bekomme. Gerade auch wieder, ey. Ja, das Scheiße. Okay, so. Jetzt haben wir das alles eingerichtet. Jetzt können wir wieder zum Fort Henry zurückkehren. Mal ganz schnell die Glocke ausmachen, ey. Ah ne, wir müssen erstmal noch mit den Toten reden. Wo steckt nur dieses elende Dirne? Ich rufe nach ihr, doch sie gibt keine Antwort. Wer? Meine Dienstmagd, Emma Clark. Wo saht ihr sie zuletzt? Vor der Kirche, unsere Blicke trafen sich nur kurz durch die versammelte Menge. Ich rief sie an, doch konnte sie mich nicht hören. Wer seid ihr? Carrington Dingsbums erscheint, als hätte jemand ein Gotteshaus im Feuertod. Nun erinnere ich mich, unsere Blicke trafen sich nur kurz durch die versammelte Menge. Ich rief sie an, doch sie konnte sich nicht, ob das Gelände ist, blablabla. Dann erobern sie Flamme und sie begann zu schreien. Warum hat sie mir verbrannt? Es war Calvin Stevens, der sie zuvor abgeräutet hat. Wo ist Winifred? Ich muss meine Frau finden. Wo saht ihr sie zuletzt? Ich erinnere mich, wie sie auf einem Feld stand, ein Ross bürstend. Ich rief sie an und sie winkte zu mir. Wer seid ihr? Hauptmann Calvin Stevens. Ach, das ist ja so der Typ. Ihr verurteilt Emma Clark zum Scheiterhaufen? Es genügt nicht, ein Hexenweib zu töten. Sie müsste geläutert werden. Okay, ich fand ein blutiges Stück. Ich erinnere mich, wie sie Windrief anrief und sie mit dem Winkel... Ja, links, mit dem Ross auf... Weiter. Ich rannte sie hin und riss ein Streifentuch von ihrem Kleid, um die Blutung zu stillen. Dann sah ich die Magd, Emma Clark, am Zaun stehen. Tump? Hände blutig. Sie rief sich an und rannte sie davor. Alles klar. Alles klar. Kein Problem. Erstmal kurz was trinken, ja. Wenn wir schon in der Nacht sind. Kinders. Kannst du mal mit mir reden? Wo ist... Eine Weile lebt ihr hier, erinnere mich noch daran. Ich will sie anfangen, ich freue mich, Mutes und so und so. Ja. Alter Vater. Okay, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Also ich würde ja gerne mal da hochreisen. Und ich glaube, das mache ich jetzt heute noch. Dass ich schon mal den Weg hochlaufe. Vielleicht gibt es ein neues Gebiet sogar schon. Oh, wo müssen wir überhaupt lang? Wenn nicht hier, wann dann? Wenn nicht wo? La 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 la. Wenn nicht hier, wann dann? Und wir laufen jetzt diesen Weg entlang. Oh, fuck, die Mann, nachts ist echt... Boah.
Da ist das Spiel nicht mehr schön. Doch schön schon, aber... Da werden so fliegende Dinger noch auf mich zukommen, ey, Alter. Ist ja richtig pervers. Ich laufe einfach den Weg entlang. Ich kümmere mich nicht, ich gucke nicht nach rechts und nicht nach links. Eine K- Aber... Nein. Alter. Behindert oder was? Hä? Reiseziele, ich hab alle Reiseziele freigeschaltet. Nice! Ist ja nice. Ganz ehrlich, das finde ich gut. Jungs. Komm, leck mich am Arsch. Oh, oh. Letzten Moment noch mal was getrunken. War da noch einer da? Da ist er. Wir haben ihn gefunden. Da ist noch mehr. Und da ist noch ein Tor. Sehr nice. Aber erstmal noch ein Zettelchen. Jonas birgt sein Mädchen im Walde, das eine Teufelsmaske trug und nackt mit einem seltsamen Wesen tanzte. Das kein Wilder, sondern etwas... Nice, ey. Haben wir noch mehr hier? Ja, noch da oben, irgendwie dahinter, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob das zum neuen Gebiet gehört. Ich kann ja mal ganz kurz einmal mal schauen, ob das noch zu dem Gebiet hier gehört. Oder auch nicht. Wer weiß das schon? Weil dann geht es noch ein bisschen weiter. Oh, ein Kreuz. Francis Lavanda starb an einer Verletzung am Kampf mit Spanier. Alle Gräber gefunden. Auch sehr nice. Ach, ich kann das nicht machen. Ich weiß nicht, Alter. Das ist scheiße, ist das. Das ist mal so richtig hören. Ist das. Mann. Genau. Wir gehen durchs Tor. Mal gucken, was da noch für eine Landschaft kommt. Oder ob das jetzt wieder der Anfang ist, sozusagen. Glaube ich aber eher weniger. Wir schreiten einfach mal ins Tor. Okay, doch was ganz Neues. Alles klar. Alter, Vater. Das ist bestimmt da unten, ist bestimmt speichern und da oben auch. Da gibt es bestimmt hier, wo man hingehen kann. Ich komme bestimmt von dort da oben. Von rechts oben. Oder von links. Guck ich mal. Oder von unten. Eigentlich müsste ich von unten eigentlich normalerweise kommen. Gucken wir einfach mal nach. Woher wir doch jetzt gelangen. What the fuck? Okay. Hier ist auf jeden Fall ein Gebiet. Da ist irgendwas, da ist irgendwas. Alter. Euer Ernst? What the fuck? Da oben ist irgendwas in den Hügeln drin. Das Spiel ist echt groß. Aber wir reisen wieder zurück. Wir wollen wieder zum Dörfer, weil wir haben keine Lebensenergie mehr. Also keinen Trunk. Ja, wir haben keinen Trunk mehr. Das werden wir aber auch dann bei der nächsten Aufnahme wieder machen. Dann halt dieses Gebiet erforschen. Ich hoffe einfach mal, dass ich auch alles gefunden habe, was jetzt... Also gut, außer die blöden Scheißhügel. Aber ich weiß nicht, wo die... Ich gucke auch nochmal selber im Internet. Das muss ich jetzt mal wirklich machen. Wo es die blöde Scheißschippe gibt für dieses... Für die kleinen Hügelchen. Weil, ich muss es einfach finden, ey. Da gibt es bestimmt so geile Sachen, die sind da vergraben. Und die ich dann irgendwie nicht freischalte. Vielleicht ist da Geld vergraben, irgendwelche Sachen noch, die noch bis mit zur Story noch mit dazugehören. Auf jeden Fall treffe ich immer jetzt Leute. Alles ist irgendwie verseucht. So, ja, zurück ins Gebiet. So. Ja. Lecker. Na gut, so, ich würde sagen, wir machen erstmal wieder Schicht, ne, im Schacht. Wir beim nächsten Mal
wir beim nächsten Mal, nein, wir werden beim nächsten Mal dann halt das neue Gebiet erforschen, halt das Tal der Toten, keine Ahnung, wie das heißen soll, und werden da mal gucken, dass wir wieder ein bisschen aufräumen, aber erst natürlich tagsüber, ja, wir sind ja nicht doof. Vielleicht kommen auch neue Gegner, noch neuere, das halt die Spanier, die Indianer, vielleicht kommen ja noch neuere, auch hell, am helllichten Tag, weil in der Nacht sind jetzt bis jetzt nur Skelette und halt die fliegenden, ich will mal gucken, weißt du, so, müssen wir einfach mal schauen. Und dann werden wir, denke ich mal, das Richtige werden wir finden. Und ja, ich bin mal gespannt. Und wie gesagt, die Schippe, da gucke ich aber selber auch nochmal im Internet. Aber wenn ihr irgendwas wissen solltet, in die Kommentare schreiben, wo ich halt diese blöde Schippe dann finde, um halt diese Hügelchen freizugraben. Weil das werden wir dann auch nochmal nachholen, dass wir komplett alle Hügelchen freischalten. Dauert natürlich ein bisschen wieder, aber das, denke ich mal, wird in einer Folge zu schaffen sein. Und ja, dann... Dankeschön fürs Zuschauen bei Beatrea mit mir, dem Ingo Viva, und ja, dann bis morgen, bis morgen, sag ich schon, bis demnächst, genau. Tschüss.